Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir uns heute mal das Thema eBay-Kleinanzeigenbetrug genauer angucken. Wir waren gestern im Stream abends und haben uns da das Video von Torben Platzer angeguckt. Der wurde wohl Opfer eines Betrügers und hat auch ein interessantes Video gemacht. Das gucken wir gleich mal zusammen an. Da werde ich so ein, zwei Sachen dazu sagen. Und dann haben wir im Stream auch noch ein paar Betrüger angeschrieben und die Hops genommen. Und da werde ich euch mal die Verläufe noch zeigen. Ist ganz lustig auf jeden Fall. Und wenn ihr da Bock drauf habt, werden wir das öfter mal machen, dass wir da so ein paar Leute Hops nehmen, die versuchen, ihre Bankdrops zu fillen oder euch abzuziehen über eBay Kleinanzeigen. Vielleicht auch mal anrufen, aber die meisten wollen halt natürlich kein Telefonat. Und ich zeige euch dann auch, auf was ihr achten müsst, wenn ein Angebot vielleicht ein bisschen komisch aussieht und wie ihr Kleinanzeigenbetrug einfach auch erkennt. Wir gucken uns jetzt erstmal das Video von Torben Platzer an. Ist ganz interessant auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. So, Freunde, ich habe das Video schon offen. Wie gesagt, wir haben uns das gestern zusammen im Stream angeguckt. Und ich folge Torben Platzer auch. Ich verlinke euch das Originalvideo hier unten drunter. Geht gerne rüber, lasst ein bisschen Liebe da, schreibt auch gerne, dass ihr von mir kommt. Und es geht um eBay-Kleinanzeigenbetrug auf jeden Fall und ich denke, da können wir auch einiges mitnehmen. Deswegen gucken wir uns das Video jetzt an. Ich werde ein bisschen meinen Senf dazugeben, euch zeigen, auf was ihr achten müsst. Und dann werden wir später auch ein paar Verläufe uns angucken mit eBay-Verkäufern bzw. Betrügern, mit denen ich geschrieben habe. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Ich habe ein bisschen geskippt beim Anfang. Das Intro ist für uns jetzt nicht so interessant. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Jetzt haben wir natürlich überlegt, wie können wir noch einen draufsetzen? Ihr habt es gefeiert. Wir haben einen Router gekauft, wir haben den auf dem Dach installiert. Wir meinen damit eine Kryptowährung. Und wir dachten, hey, weißt du was? Wir kaufen uns einfach weitere Router. Aber gar nicht so einfach tatsächlich, die zu bekommen. Deshalb waren wir auf eBay Kleinanzeigen. Wir wollten drei Router kaufen und die hier überall in München aufstellen. Aber da wurde leider nichts draus, denn eBay Kleinanzeigen, auch wenn da tatsächlich 5 Millionen Privatverkäufer sind, 175.000 gewerblich, gibt es doch auch leider einige schwarze Schafe. Wir wurden Teil eines ziemlich großen Betruges und haben sogar Anzeige gestellt. Wie das Ganze ausgegangen ist, erfährst du am Ende des Videos. Ich würde sagen, an dieser Stelle schauen wir uns aber erstmal die Chatverläufe an. Man muss vielleicht sagen, es war eh nicht so leicht, jemanden zu finden, der uns überhaupt einen Router verkauft. Es waren so viele Suchanfragen und mein Traumszenario von wir finden jemanden, der drei Router hat, fahren hin, Handshake, man guckt sich in die Augen, fährt nach Hause und hat die, das konnte ich mir direkt abschminken. Jetzt haben wir jemanden gefunden, der hat zwei Router, humaner Preis, aber er wohnt zu weit weg. Das heißt, wir können nicht hinfahren, das waren ungefähr 4 Stunden Autofahrt. Wenn man sich jetzt den Chat anguckt, dann sieht man, er macht sofort Druck. Er sagt, er will sofort eine Antwort haben. Dann hab so, warte. Wir gehen mal ein bisschen zurück. So, wir gucken uns den Chat hier mal an. Ne, er schreibt hier bei WhatsApp geschrieben, wie sieht es denn jetzt aus? Es gibt auch andere Interessenten sonst. Ich gebe die jetzt anderweitig weg, sorry, aber bei WhatsApp meldet sich keiner. Das ist so, das ist ganz typisch, erstes Alarmzeichen. Da arbeiten Betrüger sehr stark mit, auch bei Phishing-Mails. Da habe ich ja schon ein Video zu gemacht und das ist bei eBay-Kleinanzeigen ganz ähnlich. Die machen Druck, ihr solltet das Geld überweisen. Und das ist schon mal so ein erster Anhaltspunkt, dass vielleicht irgendwie was nicht stimmt. Dann kommen noch Sachen dazu, wie sie wollen sich nicht treffen, sie möchten keine PayPal-Zahlungen akzeptieren, ne? Weil PayPal hat einen Käuferschutz. Und wenn PayPal, dann nur Family and Friends. Das sind so Sachen, da werden wir aber später nochmal drauf eingehen. Und eine Sache kann ich euch gleich sagen, preislich, wenn etwas irgendwie zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Also, er hat mit ihm wohl geschrieben, der Typ macht hier schon ganz schön Druck und da muss man auf jeden Fall schon hellhörig werden. Antwort haben. Dann habe ich gesagt, warum eigentlich? Also warum der Rush? Und er sagt, ja, neues Projekt, ich brauche das Geld sofort und so weiter. Ich wollte mit ihm telefonieren, weil ich hatte das Gefühl, okay, wenn ich ihn am Telefon habe, dann kann ich einschätzen, was ist das überhaupt für ein Typ. Aber er weicht aus, er sagt mir das. Ja, das ist auch ganz typisch. Also die meisten Betrüger wollen nicht telefonieren. Und er weicht jetzt hier auch aus, will nicht telefonieren, schreibt ja auch nochmal, ich wollte es eigentlich jemand anderem geben. Ich bin jetzt unterwegs und kann nicht mehr telefonieren. Das sind so typische Ausreden, werden wir nachher in meinen Chatverläufen auch noch sehen. Aber es gibt auch Betrüger, die eine Telefonnummer haben, eine sogenannte Anno-SIM, also mit einer SIM-Karte, die
auf gefälschte Daten registriert ist und dann auch telefonieren. Also es heißt nicht, nur weil einer mit euch telefoniert, ist der irgendwie legit und ist alles in Ordnung. Ja? Also es gibt verschiedene Sachen, auf die man achten muss, auf jeden Fall. Er ist mit seiner Frau unterwegs oder er antwortet gar nicht und er will auch kein PayPal. Nein, er möchte Überweisung, weil er sagt, und hier gingen für mich wirklich alle Alarmglocken an, PayPal würde das Geld einfrieren. Ich meine, warum soll ein... Ist natürlich absoluter Quatsch, ne? Was ich vorhin gesagt habe, er möchte kein PayPal, weil natürlich PayPal kann der Kunde sich das Geld zurückholen über den Käuferschutz. Und das möchte er nicht, er möchte seinen Bankdrop füllen, also der hat wahrscheinlich ein Bankkonto eröffnet auf falsche Daten und möchte da jetzt quasi mit eBay Kleinanzeigen schön Kohle drauf haben, die er abheben kann, bevor der Bankdrop down geht, das heißt, er nicht mehr funktioniert oder gemeldet wird. Und naja, wie ich vorhin gesagt habe, PayPal geht nicht, PayPal friert das Geld ein, absoluter Schwachsinn. Also wenn ihr sowas lest, Finger weg. Ein verifizierter PayPal-Account das Geld einfrieren, wenn alles in Ordnung ist. In dem Moment war für mich eigentlich klar, okay, es wird kein Deal geben. Und ich schaue in den Chat und er schickt einfach ein Bild von seinem Perso plus seinem Bankkonto und sagt, hier, guck, kannst du vergleichen, Perso, Bankkonto, das matcht, das bin ich. Und jetzt lass uns den Deal machen. So, das ist auch so eine Sache. Also, nur wenn euch jemand ein Perso schickt, heißt es nicht, dass er irgendwie trusted ist. Weil dieser Perso, ne, es sieht sehr gut aus, es ist aber ein Fake-Perso, also ein Scan. Und so ein Fake-Perso-Scan bekommt man easy, da muss man nicht mal ins Darknet gehen. Es gibt im Clearweb vorn Leute, die euch für einen Fünfer so einen Scan verkaufen. Es wird mit Photoshop gemacht, sie täuscht echt aus. Und da könnt ihr irgendwie, das ist nichts wert, ne? Und auch, dass er hier, er schickt dann gleich das Konto. N26 Onlinebank wurde sehr oft und gerne von Betrügern genutzt, weil man halt einfach nicht physisch in der Bank erscheinen muss, um sich zu verifizieren, sondern über so ein Video-Ident. Und auch dieses Video-Ident, kennt ihr vielleicht, IDNOW, ihr müsst da so einen Ausweis hinhalten, ist leider auch so, dass man das ausnutzen kann und umgehen. Da könnt ihr euch mal mein Interview angucken mit dem Typen aus der Fraud-Szene. Der hat da geleakt, wie das gemacht wird. Ich verlinke es euch hier oben. Ja, auf jeden Fall. Und dass er hier ungefragt einen Ausweis schickt, würde mich schon mal irgendwie ein bisschen stutzig machen, weil wer schickt da einfach seinen Ausweis irgendwie los? Also safe, fake Ausweis. Ich habe dann erstmal nicht geantwortet, weil ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und ehe ich mich versehen habe, schickt er mir einen DHL-Link, einen Tracking-Link und sagt, ciao, ich hab's schon verschickt. Und da war ich echt baff und dachte mir, hä, was ist jetzt denn los? Wir haben gar keinen Deal gehabt. Jetzt macht er natürlich richtig Druck und das ist so eine ganz übliche Vorgehensweise. Also er sagt, ich habe das Paket schon geschickt, warum hast du nicht gezahlt? Und jetzt schickt er eine Tracking-ID und da ist es so, diese Tracking-ID ist safe fake. Es gibt auf einschlägigen Boards gibt es Verkäufer, die euch Fake-Tracking-IDs generieren können, kostet auch nicht viel. Das benutzen Betrüger oder man schickt es irgendwie in die Richtung, wo der Typ wohnt, macht einen Stein hin. Das wird dann wahrscheinlich auch nicht zustellbar sein, aber du hast mal eine Tracking-ID und es wird gerne genutzt. Und typisch, er macht hier mega Druck, ne? Will, dass er überweist. Auf sowas auf gar keinen Fall eingehen. Wir haben gar kein Agreement. Er schickt einfach dieses Paket los. Ich klicke also auf diesen Link und natürlich sieht man erstmal nichts. Ja, er hat mich dann im Chat beleidigt und hat gesagt, ey, wo ist mein Geld? Das ist immer noch nicht drauf und so weiter und wollte damit halt Druck machen. Wenn man sich diesen Tracking-Link heute anguckt, dann sieht man, dass ein Paket verschickt wurde. Ja, das wurde über die Paketstation angekündigt, wurde hingebracht, ist dann über Rüdersdorf gegangen und wiegt 2 Kilo. Warum eigentlich 2 Kilo? Weil diese Router wiegen ehrlich gesagt fast gar nichts. Und tatsächlich ist kein Empfänger angegeben, beziehungsweise der Empfänger konnte irgendwie nicht ermittelt werden. Also habe ich bei DHL angerufen und beim Kundensupport hat man dann gesagt, ich soll mich ausweisen, ich habe wirklich alle meine Daten angegeben und sie sagten mir, der Empfänger könnte nicht klar mir zugeordnet werden, ich hätte also keine Möglichkeit, an dieses Paket zu kommen. Aber das hat mir nicht gereicht. Ja, in dem Paket waren auch die Router nicht drin. Wie gesagt, das ist eine Fake-Tracking-ID gewesen. Und es war safe ein Betrüger, der da Filling beziehungsweise eBay Kleinanzeigenbetrug begangen hat und war auch ganz richtig, dass er da nicht überwiesen hat. Wie gesagt, es gab einige Warnzeichen, wenn man sowas sieht, auch dieser Druck nicht überweisen.
Echt, ich wollte wissen, was steckt dahinter. Und ihr werdet gleich sehen, dass es Teil eines etwas viel Größeren ist. Also war die Überlegung, was können wir tun? Und dann ist mir eingefallen, dass wir vor 2 Monaten einen Mitarbeiter eingestellt haben, der mal bei der Polizei war. Und ich habe ihn gefragt, ob er nicht mal seinen Kollegen fragen kann, ob der vielleicht den Perso checkt. Und wir haben für morgen einen Zoom-Call abgemacht. Hey, erstmal vielen Dank, dass du das auf jeden Fall machst für unser Video. Wir haben dir den Perso jetzt hier mal durchgeschickt. Was kam denn bei deiner Abfrage raus? Wir haben den Personalausweis überprüft und bei uns liegt ein weiterer Fall von Betrug vor, wo mit diesem Ausweis gehandelt wurde. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass auch ihr Opfer eines Betrugs wurdet. Okay, krass. Ich bin ehrlich, also wir hatten ja direkt echt ein komisches Gefühl, weil der hat ja so richtig drauf gepocht, dass wir jetzt sofort überweisen und mit Versandbestätigung und so weiter. Das heißt, es handelt sich hier zu 100% um Betrug oder gibt es auch die Möglichkeit, sag ich mal, wenn andere jetzt irgendwie solche Chatverläufe selber bei sich haben und merken, jemand agiert so, dass es kein Betrug ist oder ist das echt so eine Betrugsmasche, die du schon kennst? Es ist eine uns bekannte Masche und die Vorgehensweise ist immer sehr ähnlich. Es wird ein Ausweis genommen, der verloren und gefunden oder gestohlen wurde und dieser wird dann zum Beispiel im eBay-Chat verschickt, um Vertrauen aufzubauen und zu suggerieren, dass man ja die Personendaten haben würde für den Fall der Fälle. Ja, also ist so, ne? So dieser Ausweis dient einfach dazu, um Trust aufzubauen, also Vertrauen. Die Betrüger wollen damit irgendwie suggerieren, hey, du hast ja meine Daten, habt ihr aber nicht, weil es Fake-Ausweise sind. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, geklaute Ausweise oder, was ich auch in dem Fall vermute, es ist einfach ein Fake-Dokument, ja, mit Photoshop gemacht. Da gibt es sehr, sehr gute Vorlagen auch, die sind in 5 Minuten erstellt und es gibt auch Dokumentenfälscher, die das ganz schnell machen können und es gibt aber auch Leute, die euch, beziehungsweise die online echte Personalausweise ausstellen. Also ne, echt halt physische Ausweise, ne, die man dann auch vorzeigen kann. Das gibt es auch, aber auch da ist viel Scam unterwegs. Auf jeden Fall, was der Polizist da sagt, ist natürlich richtig. Diese Masche gibt es schon Ewigkeiten. eBay Kleinanzeigen Filling ist leider immer noch sehr populär. Okay, und wenn ich fragen darf, woher bekommen diese Leute die Persos? Das war ja wirklich eine perfekte Kopie, also als hätte jemand den Perso so auf den Tisch gelegt und wirklich abgescannt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten aus eigenen eBay-Einkäufen, Foren und oftmals eben auch dem Dark Web. Wahrscheinlich hätte es Sinn gemacht, es einfach sein zu lassen. Und es wäre auch besser gewesen. Aber ich konnte irgendwie nicht anders. Und habe mir gedacht, ich gehe selber mal ins Darknet und schaue. Und dafür habe ich mir den Tor-Browser runtergeladen. Also wir haben relativ schnell ein Forum gefunden. Ich gebe jetzt hier Passport ein und ja, das Ergebnis ist echt erschreckend. Also ab 10 US-Dollar kannst du dir hier einen Reisepass holen, kannst du dir hier einen Personalausweis, eine ID ziehen. Ja, hier zum Beispiel Physical Germany Passport 4000 US-Dollar. Und da steht wirklich, du kommst durch die meisten Gates, durch die meisten Sicherheitskontrollen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass du auch dich bei den Banken registrieren kannst. Und wie man sieht, wird das von vielen Leuten genutzt. Ja, one of the best IDs, incredible Quality, top notch, also er kriegt hier super gute Rankings. Auch wenn man in Deutsch nach Personalausweis sucht, findet man hier für 500 Euro kriegst du physisch einen Perso nach Hause geschickt. Naja, natürlich ein Fake-Dokument, aber du kannst hier alles aussuchen. Ja, welchen Namen du haben willst, wo du wohnen willst, in welcher Straße und so weiter. Und man sieht auch unten schon bei den Rezensionen, das nutzen Leute. Also kein Wunder, dass so viele gefälschte Personalausweise wirklich unterwegs sind, wenn man das hier mit ein paar Klicks sich einfach kaufen kann. Also er war jetzt hier auf einem Darknet-Marktplatz unterwegs, hat so mal ein bisschen die Angebote gezeigt. Soweit muss man aber leider gar nicht gehen, sondern auch im Clearweb gibt es Foren, wo sowas angeboten wird. Bei physischen Ausweisen bin ich mir sicher, dass da ein, zwei dabei sein werden, die einfach Scammer sind. Das heißt, er bezahlt dann die Bitcoins. Mal ganz davon abgesehen, dass er sich strafbar machen würde, so ein Dokument zu kaufen. Aber da kommt nichts, ne? Das muss man auch dazu sagen. In dem Fall war das kein physischer Ausweis, bin ich mir sicher. Das war einfach ein Scan, ein Fake-Scan, den er da bekommen hat. Und zum Thema Bankkonten eröffnen. Es ist oft so, dass da mit VICs gearbeitet wird, also mit Victims, so sagt man es in der Szene, mit Opfern, die dann quasi für die Betrüger ein Bankkonto aufmachen. Oft wird da gearbeitet mit Stellenanzeigen, dass sie ein Bankkonto aufmachen sollen und so weiter. Also wenn ihr mal eine Mail kriegt,
gerade was, wenn es um Stellenanzeigen geht und ihr sollt da euren Ausweis schicken oder ein Bankkonto eröffnen, macht das nicht. Ziemlich sicher sind es Betrüger. Das ist wirklich hart, was man da im Darknet findet. Und ihr könnt mir gerne mal sagen, soll ich so ein Perso mal anfertigen lassen? Ich bin ehrlich, ich war schon tempted, weil wenn ich sehe, dass man wirklich eine 1:1 Kopie von einem Personalausweis, einer Driver-License, einem Reisepass haben kann, angeblich damit durch Sicherheitskontrollen kommt, dann will ich wirklich mal checken, geht das ja oder nein? Ich werde natürlich keinen Schabernack damit treiben, aber schreibt mir gerne mal Hashtag Passport in die Kommentare, wenn du sagst, ja, besorg mal einen, zeig uns den mal, lass den vielleicht mal vom Experten überprüfen. Ansonsten für euch. Lieber Torben, da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Ich weiß nicht, die Idee ist natürlich cool, aber ich bin mir ziemlich sicher, du würdest dich strafbar machen damit und du würdest sehr wahrscheinlich auch vielen Scammern auf den Leim gehen, weil viele einfach nicht verschicken da. Ne? Und auch die Bewertungen auf den Marktplätzen sind sehr oft fake. Die Warnung, gerade die N26-Bank ist da so ein bisschen am Pranger. Die haben auch selber eine Stellungnahme dazu abgegeben, denn die arbeiten mit einem bestimmten ID-Verfahren. Ich kenne das selber von der Amex. Ich muss sagen, man braucht eigentlich einen physischen Perso, um da durchzukommen, weil du musst den wirklich die ganze Zeit so hin und her bewegen, dass man wirklich auch diesen Sicherheitsstreifen sieht, etc. Anscheinend hatte also unser Betrüger einen echten physischen Perso vorliegen, was ich schon sehr, sehr krass finde. Wir haben eBay... Also, wie gesagt, zu ID Now... Guck mal das Video, in dem ich den Typen aus der Fraud-Szene interview. ID Now ist es nicht so, leider, dass du unbedingt einen physischen Ausweis brauchst, sondern du kannst entweder das ein Victim machen lassen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, oder es gibt auch andere Wege, das zu umgehen, leider Gottes. Ich hoffe da besser die nach. Es ist aber nicht so, dass du da unbedingt jetzt einen Fake-Ausweis brauchst dazu, um da ein Bankkonto zu erstellen. Aber N26 war da sehr in der Kritik und die haben auch nachgebessert mittlerweile, weil da wirklich sehr, sehr viel Schabernack getrieben wurde mit den Bankkonten von denen. Natürlich sofort eine Nachricht geschrieben. Die haben gesagt, ja, sie werden gemäß ihrer Nutzungsbedingungen natürlich das Ganze überprüfen. Ich vermute also, der Nutzer ist hoffentlich bald weg. Und sie haben uns sogar noch einen Text mitgeschickt, wo drin steht, dass besonders Bilder, die wirklich im Chat versendet werden, sozusagen sie dafür keine Garantie übernehmen. Das heißt, wenn dir jemand einen Perso schickt, sehen die das nicht, also können die Bilder nicht scannen. Und dadurch wird das eben sehr, sehr oft als Masche benutzt, um bei den Leuten Vertrauen aufzubauen. Es sollten also zusammengefasst bei dir die Alarmglocken losgehen, wenn Leute eine künstliche Verknappung haben. Ah, hey, nur heute, sofort und so weiter. Lasst euch da nicht pressuren. Dann, wenn sie kein PayPal akzeptieren wollen. Ja, hier sagt er einfach, ja, das Geld wird eingefroren. Ja, warum wird das Geld denn eingefroren? Wahrscheinlich hat er vorher schon mal irgendeinen Shit damit gemacht. Oder bei PayPal Family and Friends. Auf keinen Fall. Nicht einfach das Geld überweisen, denn jetzt komme ich wirklich zum großen Punkt. Wir werden eine Anzeige stellen, wegen versuchten Warenbetrug. Aber, und da haben wir auch mit dem Kollegen von der Polizei im Nachgang noch mal ein bisschen geredet, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze wirklich positiv ausgeht, also dass man den wirklich findet, ist tatsächlich extrem gering, weil diese Spuren im Internet verwischt werden. Mich interessiert an... Also, zu den Punkten, die er da aufgezählt hat, richtig, das sind auf jeden Fall Punkte, bei denen man vorsichtig sein sollte. Wir werden im Nachgang, werde ich auch noch ein paar Punkte aufzählen, die euch helfen, solche Fake-Angebote bzw. Kleinanzeigenbetrug zu erkennen. Und ja, was die Anzeige angeht, da wird nichts bei rumkommen. Also ich weiß aus eigener Erfahrung von Menschen, mit denen ich spreche, so Betrug wird tausendfach begangen in Deutschland, jeden Tag. Und die Behörden haben leider auch einfach nicht die Ressourcen und Mittel, sowas zu verfolgen. Das wird in der Regel eingestellt. Also ne, die Betrüger benutzen dann VPN oder SOX5, um sich zu anonymisieren. Und da ist der Ermittlungsaufwand einfach leider zu hoch. Es kostet ja auch alles Geld. Ne? Deswegen ist es wichtig, sich so abzusichern und Betrug zu erkennen, dass man gar nicht erst in die Situation kommt. Das war's mit dem Video auf jeden Fall. Wir sind das Interessanteste ist durch. Es kommt noch das Outro. Und ich zeige euch jetzt mal die Verläufe mit Betrügern, mit denen ich geschrieben habe auf eBay und werde euch dabei auch zeigen, wie man sowas eigentlich relativ schnell erkennt. Also Leute, ich wurde gestern im Stream von einem Zuschauer auf dieses Angebot aufmerksam gemacht. Und zwar wurde hier ein Controller verkauft für die PS4 oder PC für 30 Euro. Und was mich erstmal stutzig gemacht hat, waren hier die Bilder, weil es sind natürlich hier irgendwelche Bilder aus dem Internet und das ist schon mal ganz komisch. Eine kleine Beschreibung dazu, Versand möglich und kostenlos, bei weiteren Fragen über das Produkt gerne anschreiben. Also
habe ich den guten Mann angeschrieben und ich zeige euch hier mal den groben Verlauf gleich. Und zwar, ihr seht, ich habe ihm hier geschrieben, hey, er hat Interesse an dem Controller, komm aus der Nähe, würde ihn gerne morgen direkt abholen, ohne verhandeln und bar. Ne? Einfach, um ihn so ein bisschen zu triggern, weil Betrüger wollen natürlich nicht, dass ihr abholt, sondern die wollen, dass ihr überweist. Er hat ganz schnell geantwortet, das war um 23.33 Uhr. Ich würde es nur bei Online-Zahlung versenden, da ihr neu erstellter Account mich skeptisch macht und ich meine Zeit zum Lager nicht so vergeuden möchte. Ich hoffe, Sie verstehen das. Als Entschädigung würde ich den Preis um 2 Euro senken und den Versand ist sowieso kostenlos. Also er sagt jetzt, mein Account macht ihn stutzig und es hat mich wieder stutzig gemacht, weil dann ist doch ein Treffen eigentlich ganz cool. Wäre jetzt so meine Vermutung gewesen. Ja, da habe ich ihm geschrieben, okay, wie schnell würde es zum Versand gehen? Brauche ich den Controller kommende Woche? Kann ich mit PayPal bezahlen? Treffen geht sicher nicht. Ich würde auch Bargeld mitnehmen und direkt den angegebenen Preis bezahlen. Versand sollte bis Dienstag oder spätestens Mittwoch dauern. PayPal-Zahlung würde klar gehen und ein Treffen wäre ein großer, risikoreicher Aufwand für mich. Tut mir leid. PayPal ist kein Problem, dann aber bitte normal nicht über Family and Friends, habe ich geschrieben. Und das ist auch so eine Sache. Family and Friends würde ich nicht bezahlen. Also wenn ihr Family und Friends, wenn einer sagt, hey, Family and Friends, aufpassen, weil bei Family and Friends habt ihr keinen Käuferschutz. Ne? Da hat er aber geschrieben, perfekt, die Mail lautet, pipapo, bitte schicken Sie das Geld so an den Gebühren, dass ich die 28 Passen bekomme. Morgens Paket sicher raus, würden Sie sagen, noch heute hinkriegen, können wir bereits einleiten. Also was mich da jetzt stutzig gemacht hat, dass er sagt, okay, normale PayPal-Zahlung geht, ungewöhnlich, aber ich war mir immer noch nicht ganz sicher. Und dann macht er auch Druck, würden Sie die Zahlung noch heute hinkriegen, dann könnte ich bereits alles einleiten. 23.47 Uhr, war für mich schon sehr komisch. Dann wollte ich zur Sicherheit nochmal nachfragen, wäre es möglich, noch Originalbilder zu bekommen? Und er schreibt dann, puh, Originalbilder habe ich nicht da, der Controller liegt original verpackt im Lager. Also wieder so ausweichend, schon Alarmglocke. Dann möchte ich wissen, ob ein Versand mit Tracking-ID klar geht oder ein Ausweis er mir schicken kann als Sicherheit. Ne? Er schreibt hier, ich würde ohne Tracking-ID versenden, aber leider auch kein Foto von meinem Ausweis schicken. Wenn dies nicht genug Sicherheit für Sie ist, sollten Sie auf den Käuferschutz von eBay zurückgreifen. Aber bitte verstehen Sie, dass mir meine Sicherheit auch wichtig ist. Genau, da habe ich noch ein Telefonat gefragt, dass ich noch 5 Euro extra zahlen würde. Schlussendlich, schwierig zu bewerten. Es sah alles nach Phishing aus, auf jeden Fall. Ich bin mir auch sicher, beziehungsweise nach Kleinanzeigenbetrug, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da was nicht stimmt. Kann natürlich auch irgendwie geklaute Ware sein, weil er möchte nicht telefonieren, er möchte sich nicht treffen, er möchte keine Tracking-ID versenden, er hat keine originalen Bilder, er besteht darauf, dass ich eine Online-Zahlung wähle. Das Einzige, was nicht ganz passt, ist, dass er sagt, PayPal geht klar, weil normalerweise Betrüger wollen, dass ihr mit Family and Friends sendet, weil das nicht dem Käuferschutz unterliegt. Ne? Wollte ich euch nur mal kurz zeigen, das ist jetzt auf jeden Fall ein Verlauf, da solltet ihr hellhörig werden und nicht drauf eingehen. Und ich werde euch jetzt auf jeden Fall noch zeigen, ganz kurz, auf was ihr achten müsst. So, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen, eBay-Kleinanzeigenbetrug zu erkennen. Ich werde jetzt trotzdem an der Stelle nochmal auf die wichtigsten Punkte eingehen und möchte euch da zeigen, auf was ihr genau achten solltet. Also an der Stelle nochmal die wichtigsten Punkte, mit deren Hilfe ihr eBay-Kleinanzeigenbetrug erkennen könnt. Und zwar als allererstes, oft ist es so, dass Betrüger keine echten Bilder verwenden. Das heißt, es sind irgendwelche Bilder aus dem Internet, da auf jeden Fall aufpassen. Dann sehr oft bestehen Betrüger auf Überweisung. Das heißt, sie wollen kein Bargeld, sondern sie bestehen auf Überweisung, weil sie halt ihre Bankdrops füllen wollen. Und, das haben wir auch beim Video vom Torben Platzer gesehen, es wird Druck aufgebaut. Der Verkäufer schreibt euch, ich habe jemand anderen, du musst schnell überweisen. Oder wie in dem Fall vom Torben, ich habe schon verschickt, wo ist das Geld? Da auf gar keinen Fall überweisen. Und Verkäufer weichen aus, das heißt, sie wollen kein Treffen, sie wollen nicht telefonieren, die sagen, es geht gerade nicht, auf jeden Fall ein Alarmsignal. Und Betrüger mögen kein PayPal. Das heißt, sie wollen ja ihre Bankdrops füllen, das heißt, meistens bestehen sie auf Überweisungen. Und wenn PayPal, nur Family and Friends. Und zwar aus dem Grund, weil bei Family and Friends gibt es keinen Käuferschutz. Und einen Punkt möchte ich auf jeden Fall noch ergänzen.
was den Preis angeht, wenn es so schön ist, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch, wie so oft im Leben. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir werden auch schauen, dass wir mehr so Content bringen, dass ich mal ein paar Betrüger anschreibe, vielleicht auch telefoniere und die so ein bisschen hops nehmen. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr da Bock drauf habt. Ansonsten, ca. 70% der Menschen, die meine Videos gucken, haben nicht abonniert. Es würde mich sehr freuen, wenn wir das ändern könnten. Abonniert sehr gerne den Kanal, lasst mir einen Kommentar da, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr mit, wenn ich online gehe. Folgt mir sehr gerne auf Instagram, da kündige ich auch immer an, wenn ich mal einen Stream habe. Und dann würde ich sagen, gerade bleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal.